Ihre Verbindung in die Zukunft. In ausgewählten Ländern bietet Ihnen die neue optionale Personal eSIM in BMWs mit Operating System 8 mehr Telefonfunktionen, einen persönlichen Wi-Fi-Hotspot und smarte Vernetzung, die Sie von BMW zu BMW begleitet. So schnell gelingt die Einrichtung Ihrer Personal eSIM. Öffnen Sie Ihre MyBMW-App, gehen Sie zu Profil und danach auf Drittanbieter. Personal eSIM. Personal eSIM aktivieren. Wählen Sie Ihren Mobilfunkanbieter aus und geben Sie Ihre Nummer ein. Klicken Sie auf "Beim Anbieter überprüfen", um zu Ihrem Mobilfunkanbieter weitergeleitet zu werden. Folgen Sie dort den Anweisungen, um die Aktivierung abzuschließen. Danach werden Sie zur MyBMW-App zurückgeführt, wo Sie nun Ihre erfolgreich aktivierte Personal eSIM sehen. Übrigens, Sie können das Setup auch auf der BMW-Website oder von Ihrem Fahrzeug aus starten. Unter Mobile Geräte, Personal eSIM, Einrichtung starten, gelangen Sie über einen QR-Code zur Online-Aktivierung. Fertig! Ihre Personal eSIM ist jetzt einsatzbereit. Loggen Sie sich im Auto mit Ihrer BMW-ID ein und aktivieren Sie BMW-ID synchronisieren. Ihre Personal eSIM ist nun eingerichtet und der Personal Wi-Fi Hotspot funktioniert. Mit einer synchronisierten BMW-ID können Sie Ihre Personal eSIM sogar von Fahrzeug zu Fahrzeug mitnehmen. Und das ist noch nicht alles. Verbinden Sie Ihr Smartphone einmalig mit dem Auto, um die Telefonfunktion über die Personal eSIM einzurichten. So synchronisieren sich Ihre Kontakte mit Ihrem Fahrzeug. Beim Telefonieren über die Personal eSIM nutzen Sie immer die Fahrzeugantennen für optimalen Empfang. In der MyBMW-App unter Personal eSIM können Sie auch die Aktivierung oder Deaktivierung aller eSIM-Daten in verbundenen Fahrzeugen auswählen. Außerdem lässt sich Ihre Personal eSIM vorübergehend von der App aus blockieren oder wieder freigeben. Schauen Sie auch unsere anderen How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen.